Hallo und willkommen zu meiner ersten Aufnahme von Warface. Ich werde jetzt in den weiteren Videos ein paar Waffen vorstellen und würde mit den Scharfschützen anfangen, wobei ich dort nur auf die Bolt Sniper, also diese Sniper, wo man die praktisch zwischenladen, eingehen werde. Anfangen würde ich mit einer der neueren Sniper und sage ich mal einer meiner Lieblingssniper, die Sea Scout. Erstmal was über die Stats. Die Sea Scout ist so eine sehr gute, sag ich mal, eine Kurz- bis Mitteldistanz-Sniper. Mit 50 RPM relativ schnell. Vom Schaden her ganz normal wie eine Bolt, über 310, also macht sie eigentlich One-Shot, aber das einzige Problem dieser Waffe ist die Reichweite, die leider nur bei 35 liegt. Deswegen, wie ich gleich im Versteck zeigen werde, wenn man die Waffe jetzt mit Sightlines spielt, man auf den keinen One-Hit mehr macht. Also die Waffe hat so einen speziellen Silencer, der ist Geräusche neutralisiert und aber die Reichweite reduziert. Also der macht nichts am Schaden, aber reduziert eben die Reichweite. Aus diesem Grund ist die, wenn man solche Maps wie die 17 Blended Bomb oder kleinere Team Deathmatch Karten spielt, ist die mit Silencer gut zu spielen. Oder wenn man eben mal einen Headshot macht, geht die auch über jede Distanz. Aber so kommt man mit Silencer nur bis zu diesen. Nicht mal mehr den trefft man. Über die da hinten oder die brauchen wir gar nicht mehr reden. Deswegen würde ich empfehlen, die Waffe auf Planted Bomb oder auf den meisten Karten mit Mündungsbremse zu spielen. Ist natürlich wieder ein bisschen nervig, da die Waffe dann keinen Silencer mehr hat und das Geräusch nicht neutralisiert. Aber so sieht, könnt ihr sehen, dass man praktisch die One-Hittet auch auf die Distanz. Jo. Dann hat die Scopes, kann man alles ganz normal wie auf jede Sniper beliebig drauf machen. Einmal der Standard Scope. Dann das was man als zweites freischaltet, 4,5-fach. Das, was eigentlich auch sehr viele auf engere Distanzen spielen, ist dieses Vierfach Scope, was ich eigentlich persönlich gar nicht benutze. Ich spiele eigentlich bis auf BNP auf jeder Sniper mit dem fünffach schnellen Scope. Weil es einfach fürs Quickscopen gerade bei dieser Waffe am besten geht, meiner Meinung nach. Und ja, was bei der noch besonders ist, man kann hier entweder so ein besonderes Zweibein, sag ich mal. Das ist jetzt auch nichts anderes, sieht nur anders aus bei dieser Waffe. Was praktisch den Rückstoß im Liegen reduziert und das Schwanken. Sieht man jetzt. Ich bewege die Maus nicht und es schwankt kein bisschen. Wenn ich das andere nehme, sieht man, es schwankt. Wobei ich dann relativ schnell durchwechseln kann, weil ich die Waffen Wahlgeschwindigkeit erhöht, was es wiederum mit dem eindeutig langsamer geht, wie man sieht. Spielen tue ich sie auch immer mit eingeklappten Zweibeinen. Und so. Okay, als Pistol benutze ich die AY, aber ja, Pistol-Vorstellung werde ich nicht machen, deswegen mal ganz kurz dazu. Hat nur ein Scope, das LED, es ist zweifach Scope LED. Relativ schönes Scope und diesen Spezial-Silencer, der ist geräuschneutralisiert, die Genauigkeit verbessert, aber den Schaden nicht reduziert. Ist eigentlich sehr präzise, man kann auch sehen, wenn man die No-Scope schießt, dass die direkt eigentlich immer wieder zurückspringt und deswegen eigentlich meiner Meinung nach die beste Pistole ist, die man benutzen kann. Okay, das war's jetzt soweit zur Theorie, wir sehen uns dann in-game in einer kleinen Team-Deathmatch-Runde, wo ich die Waffe mal ein bisschen genauer zeigen will, wieder. Okay, da bin ich jetzt wieder. Ich habe gerade schon mal eine Runde aufgenommen gehabt. Die hat aber irgendwie gefailt und den Sound hat es nicht mit aufgenommen. Und ja. Deswegen jetzt hi, ist das meine Seascout-Runde. Und ja, fangen wir erstmal an mit Schalldämpfer. Mal sehen, ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe komischerweise wundert mich jetzt auch ein bisschen, über die Distanzen zwei One-Hits gemacht. Aber oh, da kämmt einer. Ah, hab ich verfehlt. Gut, wie gesagt, fange ich jetzt erstmal mit Silencer an. Silencer macht, mal sehen, ob wir es sehen werden. Okay, jetzt kommt das Flugzeug, jetzt wird es mit dem Sniper gerade eh ein bisschen dumm. Aber eigentlich, wenn ich mit Silencer spiele, oder wenn man mit Silencer spielt, hat man auf solche Distanzen die 90er-Hits. Und dann werden die Gegner umgeworfen, beziehungsweise wenn sie an einem Objekt stehen, an einer Wand oder an irgendetwas, wie man das kennt, wer Warface spielt,
werden die nicht umgehauen, sondern rennen einfach weiter. Ja. Gut. Fuck. Ah, scheiße. Gut, auf die Distanzen macht es jetzt immer One-Hit, weil das ist ja... Ich stehe ja praktisch dran. Das ist ja auch eigentlich... Die Z-Scout ist ja auch jetzt nicht keine zum Campen. Das ist eine Quickscope-Sniper. Das bedeutet, dass man damit schon ein bisschen in den Nahkampf gehen sollte. Sie hat doch meiner Meinung nach, sie aimt sehr angenehm. Also das klingt jetzt wieder ein bisschen komisch, weil eigentlich aimt ja... Oh, fail. Eigentlich aimt ja alles mit dem Scope gleich. Aber meiner Meinung nach aimt die irgendwie anders. Und meiner Meinung nach ist das eigentlich ein sehr angenehmes. Ah, fuck. Oh mein Gott, ich dachte, der ist hochgelaufen. Ja, das ist jetzt gerade alles ein bisschen doof, weil die kommen nicht wirklich aus dem Spawn raus. Jetzt sieht das so aus, als macht die... War gerade bei der anderen Aufnahme besser, die war auf Airbase. War jetzt nicht die beste Runde, aber auch nicht die schlechteste. Ein 28-12. Ah, über die Distanz habe ich auch One-Hit gemacht. Vielleicht den... Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Über solche Distanzen knock ich dann eben nur down, was mit dem Mündungsfeuer nicht passiert. Aber als Sniper ist es ja eigentlich auch irgendwie wichtig, dass man meine Position nicht kennt. Und deswegen ist der Seillancer schon eine recht gute Wahl. Was anderes ist, gerade wenn ich Clan War spiele, dann... Oh mein Gott. Dann sagen die anderen ja auch an, wo ich mich hinbewege und oder die Leichen sehen das. Oder ja, besser gesagt, die Leichen, also die dort tot da liegen vom Gegnerteam. Weil die meisten ja über TS dann miteinander schon irgendwie kommunizieren. Was jetzt aber, wobei ich trotzdem dann auf kleinen Maps, wie ich bereits erwähnte, wie D17 oder ja eher nur die 17 bei Plant a Bob oder wenn wir dann sowas wie Construction spielen. Bei Capture, da bevorzuge ich dann schon den Silencer, weil wenn man, oh mein Gott, weil wenn man dann geschossen hat, dann sieht man eben nicht den Schützen und sieht mich dann eben nicht, wo ich hinrenne, weil ich spiele dann gerne mit Silent Boots und um so leise wie möglich vorzugehen. Ja. Ihr seht, mit Mündungsfeuer ist die wirklich eigentlich auf jede Distanz. Ich habe das ganz selten mal, dass ich da wirklich jemanden downknocke über Distanz. Und ja, können wir vielleicht noch mal gleich sehen, wenn ich jemanden so sehe. Seht ihr One Hit? Oder da oben müssen wir gucken. Warte, okay, den habe ich gefailt irgendwie. Ich dachte zwar, ich war drauf, aber was soll's. Habt ihr jetzt gesehen, aber auf die Distanz habe ich eben einen ganz guten One-Hit gemacht. Gut, auf die Distanz würde ich auch mit Silence so einen problemlosen One-Hit machen. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Manchmal die No-Scope mit der Sniper habe ich manchmal überhaupt kein Glück. Oh, hat jemand BT50 fürs Level abbekommen, wie es aussieht? Ah, war eine Mine, ja. Gut, da kämpfen sie im Spawn. Ja, ich weiß gar nicht, wieso ich teil... Ah ja, wegen dem letzten CW haben wir wieder gegen Kill for Win gespielt und es ist nervig, wenn dort alle mit Titan rumrennen und du dann 10 Mann downknockst und dann noch ein Sniper um die Ecke kommt und dich dann direkt killt. Es wird dann irgendwann nervig, deswegen habe ich noch Titan drin. Eigentlich spiele ich meistens nur mit der Hawk-Weste bzw. der Warlord-Weste. Aber heute mal, naja, habe ich vergessen zu changen. Hier sieht man sehr schön, die Waffe kann wirklich... Ah, scheiße. Sehr angenehm quickscopen. Okay, jetzt werde ich vielleicht nochmal hier Pistol. Wirklich ein angenehmes Aim. Ich guck nochmal, ob ich jetzt noch ein paar Gegner finde. Ich will jetzt nicht hier im Nebel wieder dort hinten reinrennen und dann campen dort hinten drinnen alle.
Habe ich den Hit nicht bekommen? Den Kill nicht bekommen? Es sind aber auch keine gelieft. Wo sind denn die LH da drüben, wie es aussieht? Ja, auf die Distanz gut, dann mit Pistole spielt wieder einer mit Semi-Sniper. Habe ich dann nicht so ganz die Chance. Da hätte ich dann lieber Sniper nehmen sollen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich bezweifle, dass ich um oder mir fehlt irgendwo die Lust für Pisteln, sage ich mal, dann noch irgend so ein Pistol-Only-Match zu suchen und dann irgendwie für Pistol nur zu machen. Da habe ich eigentlich nicht wirklich Lust dazu. Ihr seht, oh Mann, da kommt noch einer. Seht ihr eigentlich, die Pistol würde ich auf alle Fälle jedem empfehlen, sich zu holen. Also sie zu ziehen, ist es ja bei Warface immer eine Glückssache, ob man die dann auch bekommt, schlussendlich. Aber bei der Pistol haben eigentlich noch nie welche, also noch nie jemand so richtig, richtig viel, also nicht jedenfalls, was ich bisher gehört habe. Hier. Okay. Gucken mit Pistol wirklich geht wirklich richtig. Ist wirklich eigentlich eine richtig gute Pistol. Ah, scheiße, da kommt so eine Ecke. Ja, da habe ich jetzt gerade auch ein bisschen vom Scope mehr gefehlt. Aber ich meine, man sieht, man muss mit der wirklich nicht irgendwie eigentlich Scope benutzen. So aus auf weitere Distanz auf. Na, Distanz kann man einfach so sprayen, weil die immer wieder direkt zurückgeht. Was wirklich richtig, eigentlich meiner Meinung nach richtig OP ist. Ja, es flamet mich eben zu. Ich weiß nicht wieso. Der ist jetzt nicht ganz so gut im Aim. Aber es ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Gut, dort sind welche. Ich sehe ihn jetzt nicht. Also Sniper, wer wirklich guter Sniper ist, beziehungsweise... Oh mein Gott, den hab ich... Oh, das war gerade dämlich. Wer guter Sniper ist, beziehungsweise sehr, sehr gern Sniper spielt, auch wirklich die probieren zu ziehen. Ich habe jetzt auch ein bisschen 800.000 Warface-Dollar oder mehr gebraucht. Das war aber noch die Boxwaffe, die ich als erstes bekommen habe. Also nach der Pistol. Die Pistol habe ich, glaube ich, 54.000. Die ging wirklich... Oh, die ging wirklich wie bei den meisten relativ schnell. Aber... Oh, sorry, musste mich gerade konzentrieren. Aber bei Sachen wie bei der TWM habe ich 3 Millionen oder bei der EXA habe ich ein paar Millionen, da hat es ein bisschen länger gedauert. Aber ich bin so, war so glücklich, als ich die gezogen habe. Da hat mein Clan sich schon wieder gewundert. Die freuen sich so, wie wenn die Gold ziehen, weil die ziehen die in den ersten 6 Boxen und ich habe wieder ewig gebraucht, die zu bekommen. Und ich habe mich da gefreut, sage ich mal, wie ein Kind, als ich die dann endlich mal gezogen habe. Oh, da habe ich gefehlt. Ah, mach ich Pistole. Wieder mit BT50. Oh mein Gott, was ein Leck. Ja, sieht man Red Ping. Der connected noch danach. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein kleines Review von der Gun. Und ein bisschen von der Pistole, damit ihr das mal sehen konntet. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Waffe. Ich kann sie, wie gesagt, nur jedem ans Herz legen. Die versuchen zu ziehen und das war's von mir. Ich bin raus. Ciao, bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und Daumen hoch würde mich immer freuen.